Hallo und herzlich willkommen zum Stammtisch von Vodanas. Ich bin Nils, das ist Dominik. Hi. Und wir unterhalten uns heute über Cocktailtrends, Cocktailgeschichte und Barkultur. Wir fangen an mit der Geschichte des Namens Cocktail, der ja seltsam ist. Und dazu gibt es einige plausiblere und einige weniger plausible Geschichten. Dominik, leg los. Ja, meine plausible oder für manche auch weniger plausible Geschichte handelt von Hahnenkämpfen. Und zwar wurden die halt besonders im ländlichen Bereich aufeinander losgelassen. Und die haben sich dann gegenseitig das Leben schwer gemacht. Und die anderen Zuschauer haben halt entsprechend darauf gewettet, wer gewinnt, wer verliert. Und das war üblich gewesen, dass halt der Gewinner eine Schwanzfeder des Verliererhahns an sein Getränk gebappt bekommen hat, um zu, als Symbol dafür, dass er dem, dass ihm der Siegerhahn gehört. Und somit war an seinem Getränk eine Hahnenfeder gewesen, somit war dieses Getränk der Cocktail. Und war dieses Getränk dann auch ein Cocktail? Das war völlig irrelevant, was da drin war. Es war sein Siegerdrink, ob da nun ein Bier drin war oder Limonade. Wahrscheinlich Limonade. Ganz wahrscheinlich Limonade. Also ich finde meine Geschichte plausibler. Natürlich. Und zwar geht die folgend. Um 1800 in England gab es Pferdeauktionen und dort wurden Pferde auch verkauft, die nicht besonders gefragt waren, aber die ja auch irgendwie an den Mann gebracht werden mussten oder die Frau. Und um die ein bisschen fitter aussehen zu lassen, hat man ihnen ein kleines Stückchen Ingwer ins Hinterteil geschoben. Daraufhin ist der Schweif des Pferdes direkt nach oben gegangen und sah dann aus wie der Schweif eines Hahnes. Der Cocktail. Zur gleichen Zeit gab es in den Pubs in England die Methode, Schnaps, der nicht besonders gut geschmeckt hat, so ein bisschen schöner zu machen, indem man andere Sachen reingemacht hat, damit es dann doch ging. Und das ist irgendwie das Gleiche wie mit den Pferden, die man wieder fit gemacht hat. So hat man die Getränke fit gemacht. Und deshalb hat man es einfach genauso genannt, Cocktail. Finde also, ich total plausibel und naheliegend. Ja, ich finde, wie gesagt. was war denn dann? Also wir haben gesagt, nach deiner Geschichte war damals auch die Limonade schon ein Cocktail. Nein, das habe ich nicht gesagt. Ja, ich habe gesagt, es könnte im Getränk drin sein, was man so denkt. Und was war denn dann im Getränk eigentlich damals so drin? Die ersten Cocktails? In den ersten Cocktails, die waren ganz anders, als man sie heute kennt, beziehungsweise haben wir heute das Glück, dass man sie wieder auch so kennenlernen darf. Es sind zum Beispiel Negroni, Rusty Nail, Black beziehungsweise White Russian etc. Und was dort halt sehr, sehr markant ist, ist, dass wir dort wenig bis gar keine Säfte drin haben, sondern eigentlich nur Spirituosen und Liköre. Hin und wieder auch noch den einen oder anderen Bitter, aber wirklich sehr minimalistisch gehalten im Verhältnis zu heute. Und das hat natürlich auch seinen Grund, und zwar war einfach das Ziel ein ganz anderes. Es ging nicht darum, besonders bunt oder besonders auffällig oder ähnliches zu sein, sondern einfach seiner Lieblingsspirituose, seinem Lieblingsgetränk ein neues Gesicht zu geben. Das heißt, sein Lieblingswhisky oder ähnliches, dem einfach eine neue Farbe, also Geschmacksfarbe halt entsprechend zu geben, das war eigentlich so das Ziel in einem Cocktail. Mhm. Und dahingehend ist es auch so, dass wir heute bei den klassischen Cocktails auch endlich wieder in diese Richtung gekommen sind, wo wir, was auch der Job eines Bartenders ist, einfach den Getränken ein neues Gesicht, eine neue Facette zu geben, wo wir auch endlich wieder an dem Punkt angekommen sind. Das hat ja sicherlich auch damals ein bisschen was damit zu tun, wie man
mit der Barkultur. Also wenn wir so klassische Bars uns angucken, dann sind die eigentlich eher ruhig. Hm? Ja. Naja. Aber man lässt sich auf jeden Fall Zeit, es wird nicht gehetzt. Und deswegen hat man auch, sagen wir mal, diese Shortdrinks, die man damals, ne, die Cocktails, die hat man ja auch langsam getrunken. Genau, also, da war es auch eher so, dass es einen Großteil eher auch im privaten Raum, also man hat ja dort auch noch Herrenzimmer halt entsprechend gehabt, dort wurden dann halt in der Hausbar diese Getränke dann zu großen Teilen zubereitet und in öffentlichen Lokalitäten war es so gewesen, dass man immer so ein kleines Hinterzimmer hatte, dort wo auch gerne die Pokerrunden und so weiter stattgefunden haben und dort gab es dann halt auch solche spezifischen Mixgetränke. Ja. Aber für die Normalsterblichen war das jetzt eher weniger zugänglich, weil es halt auch sehr teuer war. Es waren ja auch sehr teure Ingredienzien. Und dahingehend konnten sich Normalsterbliche sowas auch gar nicht leisten. Öffentlich ist dann immer auch dann deshalb mit Gänsefüßchen zu sehen, weil zum Beispiel in die ersten Bars durften ja Frauen auch gar nicht rein. Genau, also man darf ja nicht vergessen, es war eine ganz andere Zeit. Das heißt, wir haben da auch wir haben die Prohibition, wir haben das Männer-Frauen-Thema dort ja sehr stark. Dann haben wir auch ein Klassenthema dort mit dabei. Also dahingehend war es sowieso eine ganz, ganz andere Voraussetzung, in der man sich bewegt hat, um halt auch diesen Stil, dieses Maß an Lebensqualität zu leben. Und war halt ganz genauso, wie es halt auch heute ist. Das schwappt halt immer von der obersten Oberschicht dann halt immer weiter runter, bis es dann halt im Mainstream angekommen ist. Dann ging das eine Zeit lang gut. Ja, man hat Cocktails erfunden, es ging immer weiter. Und irgendwann unterwegs ist irgendwann mal was schiefgelaufen. Ist ja Ansichtssache. Aber dann sind wir irgendwann in den 80ern. Ja, einmal rechts abgebogen, schon waren wir in den 80ern. Genau. Kann ja so schnell ganz gehen. Nein, also es wurde halt, wie gesagt, am Anfang war es ja mehr so Hinterzimmergeschichten, beziehungsweise aus dem privaten Bereich. Und das haben natürlich relativ schnell auch Medien dann halt entsprechend rausgefunden und darüber berichtet. Das ist im Übrigen auch eine der Geschichten, wo der Name Cocktail herkommen kann. Ist auch meine plausibelste Geschichte, weil die Medien quasi den Namen verpasst haben, weil sie hatten einfach keinen Begriff dafür, was diese Mixgetränke darstellen sollen, hatten halt unterschiedliche Farben etc. Und so hat halt ein US-amerikanisches Nachrichtenmagazin dann halt entsprechend geschrieben, Cocktail, und das wurde dann quasi von der Allgemeinheit angenommen und blieb dann so. Und so verbreitete sich das natürlich entsprechend und wurde dann bekannter, wurde in vielen Bars halt dann entsprechend auch mit eingeführt und angeboten. Und über Presse hinaus wurde natürlich dann auch das Video dann halt entsprechend TV mit eingebunden. Und der dunkle Tag, an dem der Film Cocktail veröffentlicht wurde, wo wir dann ja in den 80ern sind. Ich würde eher sagen, er war neongelb. Neongelb? Ja, so. 80er. Ach so. Kein dunkler Tag, sondern... Nein, also das hat natürlich auch nochmal einen riesen Hype gebracht, weil plötzlich konnte jeder irgendwie was damit verbinden. Man hat Urlaub, man hat Spaß, man hat Sexappeal damit verbunden. Zumindest mit dem Cocktail, nicht mit dem Film. Und danach war natürlich auch jeder drauf und dran, irgendwie einen Ort zu finden, wo er das für sich nutzbar machen konnte. Aber in den klassischen Cocktails, die waren halt wirklich auch sehr herb, sehr stark und dahingehend nicht wirklich Mainstream geeignet. Also fing man dann immer mehr an, mit Säften, mit Fillern etc. zu arbeiten, um das ganze Thema ein bisschen aufzuweichen, Mainstream-tauglich zu machen und somit halt auch dem normalen einfach mal ein passendes Getränk zu servieren. Deswegen bin ich vorhin auch nochmal irgendwie auf das Verhalten in der Bar eingegangen, weil sich das ja dann im Laufe der Zeit, so in den 70ern kamen dann irgendwann Discos und damit hat sich dann eben auch das Ausgehverhalten irgendwie geändert. Man geht in den 80ern dann in eine Bar und das ist aber weniger Bar, sondern schon mehr Club. Dort gibt es dann plötzlich in Clubs Cocktails, dort wird getanzt.
Und man hat einen ganz anderen Anspruch an die Getränke, die man da haben möchte. Genau, also dass man in Discos und Ähnlichem dort, die Getränkevielfalt war dort tatsächlich nicht so groß gewesen. Es kam halt dann wirklich erst später, das hat sich dann so ein bisschen aufgespalten. Man ist nicht mehr nur rausgegangen, um zu feiern, sondern es war ja auch immer ein sehr sozialer Punkt. Es war ja schon in früher Geschichte, war die Taverne war ja immer so der soziale Treffpunkt gewesen und es hat sich natürlich auch weitergebildet. Und da ist dann Disco halt entsprechend dann davon, hat sich davon abgezweigt, die Feiernatur, wohin sich die Barkultur halt qualitativ immer weiterentwickelt hat. Und da natürlich auch neue Produkte, es gab immer mehr Bars, also auch der ist ja nicht mehr so, dass nur eine Bar pro Ort dann halt entsprechend da war. Es gab halt plötzlich viel mehr, es kam Konkurrenz auf. Jeder hat halt mit seinen eigenen Kreationen versucht zu punkten und halt die Gäste zu bezirzen. Und dahingehend ist natürlich dieses ganze Feld Cocktail explodiert. Ja. Ja, man hat wahrscheinlich auch gesehen, dass man damit sehr viel Geld machen kann. Ne? Und die, hattest du mir ja letztens erzählt, sind die Barketten aufgekommen, wo dann teilweise auch Essen verkauft wird noch. Genau, also das, da sind wir dann schon an den 80ern vorbei. Das ist dann so 90er bzw. 2000er Welle, wo dann wirklich auch ganze Franchise-Systeme und Ketten entstanden sind, die halt auch Flatrate-Trinken mit Cocktails angeboten haben. Das war ja gerade Anfang der 2000er mit den ganzen Alkopops, wo ja auch das Thema Cocktails dann versucht wurde, auch in andere Bereiche mit reinzubringen. Das ist Bereich Bier. Heute haben wir es ja auch mittlerweile auch in Spirituosen drin, mit Flavored Spirituosen etc. Dieses Puristische verschwindet ja immer weiter. Und das war natürlich ein großer Rückschlag für das Thema Cocktail, weil das ist einfach nicht das, was Cocktail ursprünglich bedeutet, ja, was ursprünglich da gewesen ist. Aus einem Liter-Eimer quasi Spirituosen und Unmengen an Saft und Likören zu sich zu nehmen. Und es war kein Genussmittel mehr. Es war einfach wirklich was, um sich schnell wegzuballern. Und da freue ich mich riesig darüber, dass wir ungefähr seit 5 bis 10 Jahren halt wieder den Trend haben, zurück zur Qualität, zurück zur Basis, wirklich wieder klassische Cocktails, werden unwahrscheinlich tolle neue Kreationen geschaffen, aber mit der Basis vom Klassiker. Wir haben auch in der Spirituosenindustrie, die sich ja auch sehr, sehr stark dort angebunden hatte, sie war ja auch sehr geschmacksneutral gewesen, ob wir nun über Wodka, Rum oder Gin sprechen, die waren auch sehr, sehr rezessiv gewesen, sie waren austauschbar gewesen und sind jetzt endlich auch wieder an den Punkt gekommen, wo sie wieder charismatischere Sachen herstellen und dahingehend auch wieder den Bartendern mehr Möglichkeiten, mehr Werkzeuge in die Hand geben, um fantastische Sachen zu kreieren. Aber findest du nicht, dass es teilweise zu weit geht? Also ich finde ja, dass die Szene, die sich jetzt entwickelt, auch, also es ist natürlich gut, dass Qualität wieder im Vordergrund steht, aber sie nehmen sich ja schon sehr ernst. Ja, also ich hatte ja doch schon mal einen Beitrag gepostet gehabt zu dem Thema Bartender und Mixologen. Es hat sich ja so ein bisschen gespalten. Es gibt, für mich sind halt Bartender, die, wo der Gast immer noch im Fokus steht, das heißt die Wünsche des Gastes und auch, dass er sich wohlfühlt, dass er sich willkommen fühlt und dass er bekommt, was er möchte und nicht, was ich für richtig halte. Und dann das Mixologen-Team, sage ich mal, oder Mixologenlager, die halt sehr, sehr fachlich unheimlich kompetent sind, die halt auch ein unheimliches Know-how und Geschmacksgedächtnis haben, aber sich so in diesem Fachwerk verstrickt haben, dass sie einfach vergessen haben, für wen sie das machen und sich einfach dem Prestige ergeben und ihrem Handwerk ergeben. Und wenn dem Gast das nicht schmeckt, dann ist es nicht seine Schuld, sondern der Gast ist einfach nicht in der Lage, seine Größe wahrzunehmen. Ich meine, wir sind hier in Berlin, hier gibt es auch Bars, wo man quasi schon zitternd reingeht, weil man Angst hat, dass man das Falsche bestellt. Nicht selten wird man auch rausgeworfen, ja, wenn man das falsche Getränk bestellt, weil einfach der Standard nicht gewürdigt wird. Und ich würde sagen, da ist man doch irgendwie an der Stelle angekommen, wo es in eine falsche Richtung geht. Naja, falsche Richtung ist auch nicht das, was man sagen kann. Oder sagen wir mal, über das Ziel hinausgeschossen ist. Das ist richtig. Je nachdem, was man mag. Es gibt natürlich immer eine bestimmte Personengruppe, die natürlich von dieser Exklusivität, von dieser Qualität natürlich profitiert.
und die sich natürlich auch von dem Mainstream abnabeln wollen. Und für die ist es natürlich die optimale Umgebung. Und es sind auch von den Gästen her, ist da mittlerweile auch ein unglaubliches Know-how da, die einfach auch Qualität ganz anders wahrnehmen können, als es jetzt ein Normalsterblicher kann. Und so separiert sich halt, ich bin halt der Meinung, da wird sich zukünftig ein komplettes Genre bilden, herauskristallisieren, was halt nichts mit der normalen Trink- und Barkultur zu tun hat, sondern wo sich dort wirklich, wie wir es halt auch schon aus dem Whisky- oder aus dem Weinbereich kennen, wo dann ganze Weinbars oder Whiskybars entstanden sind, dass sich das zu so einer Nische rauskristallisiert, was aber den normalen Barbetrieb halt anders beeinflussen wird, als es heute ist. Ich glaube, das ist mehr so ein Scheideweg, an dem wir gerade sind. Ja, also da sind wir ja schon beim Ausblick in die Zukunft. Du glaubst also, es wird sich so aufsplitten? Also, dass man auf der einen Seite hat man wirklich so kleine Dinger, wo auch das Publikum eher begrenzt ist. Das sind die gleichen Leute, die auch irgendwie ein Zigarrengeschäft geben würden oder sowas. Und was passiert mit den anderen? Es wird ja mehr so wie sein wie bei den Weinbars, bei den Whiskybars, wo es dann wirklich eher in die, also wie man es von Sterne-Restaurants kennt, dass es mehr was für den besonderen Augenblick sein, für Geschäftsabschlüsse, für Jahrestage, für Ähnliches. Es wird aber nicht mehr so der alltägliche Spaß sein. In der normalen Szene, in Anführungsstrichen, da wird es, denke ich, so sein, dass halt bestimmte Produkte aus dieser High-End-Szene rüberschwappen werden, abgeschwächt werden, verändert werden und dann auch preislich halt entsprechend umsetzbar zu werden, damit sich das auch Normalsterbliche entsprechend leisten können. Also du glaubst nicht, dass so ein ganz krasser Gegentrend entsteht? Also dass man auf der einen Seite die High-End-Sachen hat und auf der anderen Seite genau welche, die sich dagegen wehren und dann doch wir wieder bei Flatrate sind, bei fertig gemixten Sachen? Nee, das glaube ich nicht. Also zumindest in Deutschland nicht. Ich glaube, die Welle halt mit Masse und mit unglaublich süß und allem drum und dran, die haben wir hinter uns. Auch die verschiedenen Sachen jetzt auch mit Alkopops ist ja auch stark zurückgegangen. Was wir im Moment hier haben, sind halt geflavorte Spirituosen, wo es aber auch mehr Ziel ist, dann Longdrinks damit zu kreieren. Das heißt, ich glaube schon, dass halt auch Massentrinken wird es immer geben, aber das wird sich nicht auf die Cocktailschiene wieder ausbreiten. Das wird dann im Longdrink-Bereich, wird es, denke ich mal, stoppen. Der Cocktailbereich bleibt halt hoffentlich natürlich auch eine qualitativ hochwertige Schiene, aber halt auch in verschiedenen Ebenen. Ich glaube das eigentlich nicht. Also ich denke, dass das wiederkommt, weil eigentlich alles immer wiederkommt. Ich denke, auch so wie du das gesagt hast, dass dieses High-End, genauso wie in der Gastronomie, in den Restaurants, wird sich immer weiterentwickeln, wird immer exklusiver auch werden und auch immer ein bisschen abgehobener. Und da wird es eine Gegenbewegung zu geben, denke ich mir so. Ist ja auch jetzt nur geraten. Naja, aber wie soll denn eine Gegenbewegung dazu aussehen? Also, dass man jetzt sagt, okay, wir nehmen das Billigste vom Billigen und machen es geschmackvoll. Also, es gibt zu Qualität, ja, gibt es halt keine Gegenbewegung. Ja, aber Qualität ist ja auch immer preislich. Und ich denke mal, irgendwann haben die Leute keine Lust mehr darauf, dass sie so relativ viel ausgeben müssen. Und dann sind wir wieder bei mehr Schein als Sein. Da sind wir heute auch schon. Ja. Also da gibt es halt auch in vielen qualitativ hochwertigen Bars gibt es auch viele Sachen, die eigentlich nur Verschleierungstaktik sind, um halt Produkte teurer zu verkaufen. Was im Übrigen, was ich auch sehr, sehr verwerflich finde, ja, weil es gibt wirklich gute Werkzeuge und Mittel, wie man halt auch ein einfaches Getränk aufwerten kann. Das einfachste Mittel ist natürlich guter Service. Der ja auch schon mal sehr gut ist. Also man bezahlt ja in der Gastronomie nicht nur fürs Produkt, sondern auch für den Service. Genau. Ein weiterer wichtiger Punkt oder eine weitere Möglichkeit, wir haben Flair-Bartending, haben wir ja dort auch mit drin, um halt Sachen aufzupeppen. Wir haben luminisierte Spirituosen, okay, wo man dann halt auch mit Licht arbeiten kann, mit Schwarzlicht arbeiten kann. Es gibt mittlerweile tolle Designs, tolle Gläser. Es gibt so viele Möglichkeiten, halt wirklich sein Produkt besonders gut darzustellen, ohne dass man halt den Warenwert anheben muss.
Und ich denke, genau das wird passieren. Wieder. Ja, aber das ist ja auch eine Form von Qualität. Also das ist ja auch ein Standard. Ja, also, klar. Und da bin ich auch super glücklich darüber, wenn es halt entsprechend wieder kommt. Wenn man halt, ich finde es wichtig, dass man auch mit seinem Produkt allein stehen kann. Aber guter Service, eine angenehme Atmosphäre und vor allem den Wünschen des Gastes zu entsprechen, das ist halt das, was für mich Gastronomie ist, das für mich Arbeiten an der Bar ist. Und wo ich auch glaube, im Restaurant ist es halt auch nicht anders, dass der Gast im Mittelpunkt steht. Ja. Sonst noch eine Prognose für die Zukunft? Ja, also ich glaube, dass wir halt von der Spirituosenindustrie noch einiges zu erwarten haben. Da zeichnet sich auch immer mehr Veränderung ab. Ja, was denn? Wir hatten ja dort ja jetzt den Punkt mit Flavored Spirituosen, was immer weiterging. Wir haben ja grundsätzlich war es ja immer so gewesen, dass halt jede Marke quasi immer ein Mainstream-Produkt hatte und dann halt entsprechend Qualitätsprodukte. Jetzt hat sich das ja aufgesplittet. Es geht immer weiter halt auch in den Mainstream-Bereich, wo halt teilweise Cocktails nachgeahmt wurden. Das heißt, wir haben Cocktails, die komplett schon in Dosen oder in Flaschen abgefüllt werden. Wir haben die seltsamsten, verrücktesten Geschmäcker dabei. Auch aus dem Startup-Bereich kommen ja immer neue Getränke, die auch schon sehr, sehr nah an das Thema Cocktail dran sind. Außerdem haben wir auch vor kurzem darüber berichtet, dass im Allgemeinen auch das Thema Alkohol auch immer weiter in den Hintergrund rückt. Das heißt, auch, es kommen auch immer mehr alkoholfreie Geschichten. Mhm. Das heißt, da wird sich auch die Industrie anpassen müssen oder Möglichkeiten finden, dort halt ihren Absatz halt trotzdem noch Gewinn zu machen. Ja. Und deswegen glaube ich, dass da jetzt demnächst auch die Industrie halt im Zugzwang ist, halt auch wirklich was Neues, was Spannendes, was Aufregendes in den Markt zu bringen. Gut. Dann sind wir, unsere Meinungen sind jetzt erstmal fertig. Einen Ausblick für die Zukunft gibt es noch. Nächste Woche kommt der nächste Beitrag. Verraten wir noch nicht, worum es geht. Verraten wir noch nicht. Seht ihr ja dann. Und nicht vergessen, montags unser News-Update. Der Link zum Artikel findet ihr in der kleinen Box unter diesem Video. Dort könnt ihr alles nochmal genauer nachlesen. Dort könnt ihr auch die Quellen finden, die wir für unser Gespräch benutzt haben. Und wenn ihr Prognosen, Kommentare, Geschichten habt, lasst sie uns gerne zukommen. Stellt Fragen oder kritisiert uns bis zum Get-No, damit wir es das nächste Mal etwas besser machen. Immer drauf. Bis dahin. Ciao. Ciao.